Guten Morgen Leute, ich heiße euch willkommen in meiner bescheidenen Küche und auch willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute stehen zwei Dinge auf dem Programm, nämlich Training und Essen. Und Essen ist jetzt auch das richtige Stichwort. Aktuell befinde ich mich nämlich in einer Diät. Ja, ihr habt richtig gehört, wobei Diät, das Wort gefällt mir nicht wirklich. Es ist eigentlich mehr oder weniger eine Definitionsphase. Ich möchte meinen Körperfettanteil reduzieren, um einfach ein bisschen definierter auszusehen mit Blick auf die FIBO, die bald ansteht. Hier habt ihr mal einen kleinen Einblick in meinen Kühlschrank. Der ist recht gut gefüllt mit allerlei Leckereien. Dem einen oder anderen wird auffallen, es ist sehr, sehr viel Grünzeug dabei. Außerdem auch viele Milchprodukte, wie zum Beispiel Speisequark, denn ich führe eine Low-Carb-Diät durch, beziehungsweise eine ketogene Diät. Für die, die es nicht wissen, eine ketogene Diät besteht ungefähr aus 10% Kohlenhydraten, 40% Eiweiß und 50% Fett, wobei man hier auf gesunde Fette zurückgreifen sollte. Der Hintergrund einer solchen Ernährungsweise ist einfach der, dass der Körper dazu genötigt wird, seine Energie aus Fett zu beziehen. Aber dazu erzähle ich euch später ein bisschen mehr. Ich habe echt riesigen Kohldampf und werde mir jetzt hier den Speisequark zubereiten. Mein Frühstück ist eigentlich ziemlich unspektakulär. Es gibt wie gezeigt Speisequark, der hat auf 100 Gramm um die 80 Gramm Kalorien, 2 Gramm Fett, 4 Gramm Kohlenhydrate und 11,5 Gramm Eiweiß. Davon werde ich mit 200 Gramm gönnen. Dazu gibt es hier Whey-Protein-Pulver von Iron Max in der Geschmacksrichtung Schokolade, Kokosnuss. Wirklich sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Dann gibt es dazu noch Kokosnussraspeln und ein paar Mandeln. Mein Bruder ist auch schon da und der zieht sich hier Zirkus Halligalli rein. Hä? Mit ihm werde ich heute ein Brusttraining absolvieren. Das werde ich natürlich auch alles ein bisschen filmen, damit ihr seht, wie denn überhaupt mein Training aktuell aussieht. Und ich würde sagen, jetzt packe ich meine Sachen zusammen und dann geht's auch schon los ins Fitnessstudio. Also eins muss man echt lassen, dieser Prank von den beiden. Das war echt der Hammer, Alter. Ich habe mich kaputt gelacht, als ich es gesehen habe. Unglaublich, ey. Das muss man erstmal hinbekommen, ne? Um nochmal zurück zu meiner Ernährung zu kommen. Ketogene Diät. Warum sollte man das machen? Ganz einfach, der Körper verwendet das Fett, was man zu sich nimmt, als Energiequelle. Dazu muss man aber sagen, dass das besonders am Anfang sehr, sehr anstrengend ist. Denn diese Umstellung führt dazu, dass man Kopfschmerzen bekommt. Ja, denn unser Gehirn braucht hauptsächlich Kohlenhydrate bzw. Glucose zum Arbeiten. Und wenn es die nicht bekommt, dann fühlt man sich sehr, sehr schwach und motivationslos, antriebslos. Aber im Grunde ist das eine sehr, sehr sinnvolle Ernährungsweise, denn die steckt tief in uns drinne. Denn der Urmensch, also der Mensch vor über 10.000 Jahren und noch älter, hat sich eigentlich hauptsächlich nur so ernährt. Getreideprodukte, also Nudeln, Brot und was es mittlerweile alles an kohlenhydratreichen Lebensmitteln gibt, die essen wir erst ungefähr seit vielleicht 10.000 Jahren. Fast 2 Millionen Jahre lang, wenn man wirklich fast alle Evolutionsstufen des Menschen dazu nimmt, hat sich der Mensch eigentlich nur von Proteinen und Fett ernährt und ab und an mal ein paar Früchten. Der Mensch kann also, wenn er sich erstmal darauf eingestellt hat, mit einer ketogenen Diät sehr, sehr gut umgehen. Aber erstmal muss man halt so ein Break-Even-Point erreichen, sage ich mal. Das kann halt schwierig werden, weil bei jedem Menschen wirkt sich halt dieser Verzicht von Kohlenhydraten anders aus. Der eine hat starke Kopfschmerzen, das war bei mir zum Beispiel der Fall. Ich führe diese Diät jetzt seit ungefähr einer Woche durch und so nach 3-4 Tagen habe ich schon gemerkt, jetzt wird es anstrengend. Der Kopf wird schwer, man hat sich gefühlt, als wenn man irgendwie einen Kater hatte oder so etwas. Und dann bin ich auch schon im Gym. Leider Gottes hatte ich das letzte Mal meine Karte vergessen. Aber das McFit-Personal war so lieb und hat sie natürlich bei sich deponiert. Danke dafür.
gespannt bin nach einer Woche Diät, ist natürlich mein aktuelles Gewicht. Und dafür geht es jetzt auf die Waage. Kilo. Man muss noch bedenken, ich habe um die 200, 250 Gramm Magerquark in meinem Wanst und ich war auch noch nicht scheißen. Mein letzter Stand war so 80,5, 81 Kilogramm innerhalb von einer Woche. Gut was an Gewicht verloren. Dazu muss ich aber natürlich sagen, am Anfang verliert man natürlich viel, viel Wasser. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie großartig an Fett verloren, aber ich merke halt auch schon nach einer Woche, dass die Konturen so ein bisschen mehr rauskommen. Am Ende machen wir noch mal ein bisschen was für den Bauch, ganz locker, um dann nochmal Wachstumsreiz zu setzen. Und dann sind wir auch schon durch. Dusche und Essen. Ich habe einen riesigen Kohldampf. Okay, Robert, ich mach mich los, ne? Hau rein, ciao. Hau rein, Digga. Wir sehen uns, ne? Bis zum nächsten Mal. Jetzt geht's ab nach Hause und auf dem Weg dorthin will ich noch mal ein kleines Statement abgeben bezüglich meines letzten Vlogs mit der Katja aus der aktuellen Bachelor-Staffel. Meine Güte, war die Resonanz da durchwachsen. Es gab Kommentare mit, boah, ist die hässlich, boah, ist die arrogant, die ist ja total unsportlich. Wie kannst du nur mit der ein Video drehen? Und habe ich mich köstlich amüsiert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ganz ehrlich, Leute, was ihr so ein bisschen aus den Augen verloren habt, ist, ich bin zwar YouTuber, aber ich bin immer noch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise im Medienbusiness tätig. Und hier ist es wichtig, dass man auf sich aufmerksam macht. Es geht nämlich um Reichweite. Es geht darum, Klicks zu machen. Und wie macht man das am besten? Indem man provokant ist. Und andere machen das, indem sie zum Beispiel ihre neue protzige Karre zeigen oder aber irgendwie eine Art von Beef anzetteln. Denn sind wir mal ehrlich, auf so etwas steht ihr. Ihr wollt Emotionen, ihr wollt sehen, wie Leute sich gegenseitig auseinandernehmen und was weiß ich noch alles. Ich gehe da halt einen bisschen anderen Weg, denn Beef oder irgendwie ein proletenhaft Leben, das ist gar nicht meine Art. Und ich habe mir einfach gedacht, ich drehe ein Video mit der Katja. Sie ist aktuell die Kandidatin, die in den Medien am größten vertreten ist, die am meisten provoziert hat. Und ich habe mir gedacht, warum davon nicht ein bisschen was abhaben? Weil ich kenne sie schon ein bisschen länger, auch privat. Und da haben wir uns gedacht, wir drehen doch einfach mal ein Video zusammen. Und siehe da, es hat doch eigentlich auch ganz gut geklappt. Also das Video hat überdurchschnittlich viele Klicks, es kommt durchwachsen an und mein Plan ist mehr oder weniger aufgegangen. Denn ihr wisst doch, wie es ist. Sex sells. Und mit dem Video habe ich versucht, das so ein bisschen aufzugreifen. Man muss halt auch immer im Hinterkopf behalten, dass YouTube zu einem gewissen Teil halt auch mein Job ist. Ich bezahle damit meine Rechnungen und da muss ich natürlich auch sehen, wo ich bleibe. Aber genug gelabert. Ich denke, ich habe zum Thema alles Wichtige gesagt. Falls ihr denn noch irgendwie Kritik habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Denn sowas ist mir natürlich auch wichtig, die Zusammenarbeit mit meiner Community. Jetzt geht's nach Hause, denn ich habe riesigen Kohldampf und es gibt was richtig Leckeres, was ich euch zeigen möchte. Die Frage aller Fragen, was gibt es jetzt zu essen? Ich befinde mich in einer Low-Carb- bzw. Ketogen-Diät. Was kommt da in Frage? Genau, Fisch, Leute. Proteine und Fett ist hier en masse drin. Das brauche ich jetzt. Das werde ich mir jetzt richtig geil zubereiten, mache mir da eine geile Marinade zu und dann gibt es noch ein bisschen Gemüse aus dem Kochtopf. Hier könnt ihr die ganzen Zutaten sehen, die ich benötige. An Gemüse habe ich Brokkoli, eine Möhre und Kaiserschoten. Die schneide ich klein und dann kommen sie in den Topf für 5 bis 6 Minuten ganz leicht ankochen, damit die ein bisschen weicher sind. Die Marinade wird aus Petersilie bestehen, einer halben Zitrone,
etwas Olivenöl und natürlich Salz und Pfeffer. Und das war es eigentlich auch schon. Und wie ihr seht, ist das eigentlich mega schnell gemacht. Ist High Protein, High Fett, so wie es sein soll in einer ketogenen Diät. Und das werde ich mir jetzt zubereiten, zeige euch den Prozess so ein bisschen. Und natürlich zeige ich euch dann halt auch das fertige Menü. Guckt euch mal dieses geile Lachsfilet an. Es ist ein bisschen dick. Ich hoffe, die 15 bis 20 Minuten im Backofen reichen aus. Und das hier kommt jetzt aufs Lachsfilet drauf. Die Marinade, die ich gerade gemacht habe. Der Lachs ist im Ofen und solange ich warte, beantworte ich mal ein paar Kommentare, denn es gibt immer mal wieder interessante Fragen von euch und gerne dürft ihr natürlich auch unter dieses Video Fragen zum Thema Fitness oder sonst zu irgendeinem Thema posten. Eine Frage kommt von Sepsai und er möchte wissen, sind Proteinshakes notwendig, um Muskeln aufzubauen? Nein, das sind sie natürlich nicht. Sie sind ein nettes Beiwerk, die einiges einfacher machen, aber es geht halt auch komplett ohne. Man kann genauso gut auf Fisch, Fleisch oder aber pflanzliche Lebensmittel zurückgreifen, um seinen Proteinbedarf zu decken. Ein Proteinshake ist einfach nur ja, bequemer. Ne? Wenn ich nach einer Trainingseinheit mir Proteine gönnen will, kann ich halt auf einen Proteinshake zurückgreifen. Das ist um einiges schneller und einfacher, als jetzt irgendwie ein Steak in die Pfanne zu knallen oder sich sonst irgendwas zu kochen. Christopher Malibi möchte wissen, hast du vielleicht eine Alternative zum Warm-up ohne Springen? Ja, also es gibt unzählige Möglichkeiten für ein Warm-up. Man kann aufs Laufband sich warm laufen, man kann am Rudergerät sich warm machen, man kann auf dem Crosstrainer sich warm machen. Das sind so Dinge, die ja ganz gut funktionieren. Entscheidend ist einfach, dass der Körper in Wallungen kommt, ne? Dass das Herz ein bisschen am Arbeiten ist und wirklich in die entlegensten Regionen des Körpers Blut pumpt, ne? Dass der Körper wirklich vorbereitet wird auf das eigentliche Training. Und dann sollte man natürlich auch von dem jeweiligen Training abhängig machen, ja, die Gelenke aufzuwärmen. Ne? Zum Beispiel mit Gummibändern. Mache ich zum Beispiel Bankdrücken, mache ich Schulterdrücken, mache ich Übungen in meinem Workout, die wirklich ja, eine hohe Belastung für meine Gelenke haben. Ne? Dann macht es Sinn, diese halt auch vorzuwärmen mit zum Beispiel Trockensätzen, also viel, viel weniger Gewicht, oder aber mit Gummibändern arbeiten oder vielleicht auch ein paar Eigengewichtübungen machen. Die Stunde der Wahrheit, Freunde. Schauen wir mal rein. Richtig lecker. Ist auch durch, so wie es aussieht. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Freunde, guckt euch das an. Ist das nicht ein Gedicht? Jetzt heißt es Essen fassen, dann muss ich mich an den Rechner setzen, denn ich muss noch ein bisschen was schneiden, ein bisschen arbeiten. Später nehme ich euch auf jeden Fall auch nochmal mit, nämlich zum Abendessen. Das werde ich aber nicht zu Hause kochen, sondern es wird auswärts gegessen. Genug geschnitten und gearbeitet, jetzt geht es zur späten Stunde nochmal raus, nämlich was essen mit meiner Freundin hier. Hallo, wink mal Violetta. Ja. Wir können uns aber nicht richtig entscheiden, was wir denn ja, essen wollen. Für mich darf es eigentlich nur Salat sein. Ja, da gibt es nicht allzu viel Auswahl hier, aber ich glaube, es wird wohl auf Vapiano hinauslaufen. Nach langem Gewarte und ja, beim Kochen zu gucken, ist es endlich soweit. Es gibt nochmal was zu essen. Das Abendessen sozusagen von mir, ein Salat, der Reef and Beef Salat hier bei Vapiano. Ja, eigentlich das Einzige, was so wirklich hier in Frage kommt für mich. Nudeln kann ich nicht essen, Reis kann ich nicht essen, Kartoffeln kann ich nicht essen. Dementsprechend ein Salat, da sind Shrimps drin. Da ist Rindfleisch drin und halt ganz viel Grünzeug. Was will ich mehr? Raus aus dem Laden. Es hat wohl gemundet. Es war sehr, sehr lecker. Salat halt. Ne? Doppelte Portion Shrimps und Rindfleisch war auf jeden Fall dabei. Ganz, ganz wichtig. Man muss ja seine Proteine safen. Und ja, jetzt geht's nach Hause. Ich hoffe, der Vlog bis hierhin hat euch gefallen. Falls ja, zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, knallt ihr auf jeden Fall unten in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall auch in die Infobox. Da gibt es viele Verlinkungen zu meinen weiteren Social-Media-Seiten. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.